Er gilt als einer der profiliertesten Kenner der Eurokrise. Als langjähriger Staatssekretär im Finanzministerium und Direktoriumsmitglied der EZB hat Jörg Asmussen die Erschütterungen des europäischen Währungssystems hautnah miterlebt. Beendet ist die Krise für ihn aber noch lange nicht. Ich glaube in der Tat, dass wir Fortschritte gemacht haben. Wir stehen besser da als beispielsweise im Sommer 2012. Durch den europäischen Stabilitätsmechanismus oder durch die Bankenunion, durch Reformen auf Ebene der Mitgliedstaaten. Aber die Krise ist eben nicht vorbei, aus zwei Gründen. Wir haben zum einen eine hohe öffentliche wie private Verschuldung und zweitens, wir haben eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Wir haben heute 8,5 Millionen Menschen mehr ohne Arbeit, als wir es im Sommer 2008 hatten. Das ist ein Zustand, der ist nicht tragbar und der ist auch nicht befriedigend. Und wir werden erst den Sieg über die Krise erklären können, wenn wir mehr wettbewerbsfähige Jobs im privaten Sektor haben. Im Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist Asmussen heute für die Alterssicherung zuständig. Wovon wollen wir künftig leben, war daher der perfekte Titel für seinen Vortrag bei der 88. Ausgabe der Wirtschaftsgespräche am Main, einer exklusiven Veranstaltungsreihe, die von der Wirtschaftsinitiative Frankfurt-Rhein-Main gemeinsam mit der Messe Frankfurt, dem Hotel Intercontinental Frankfurt und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ausgerichtet wird. Vor den geladenen Gästen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft erläuterte Asmussen seine persönliche Sicht auf den europäischen Einigungsprozess. Um den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können, müssten alle Politikbereiche ineinandergreifen. Von der Geldpolitik der EZB bis zu Strukturreformen in den Mitgliedsländern. Es ist unbestritten, dass wir inzwischen eine soziale Dimension der Wirtschafts- und Währungsunion brauchen. Und das ist auch Teil des Arbeitsprogramms der neuen EU-Kommission unter Jean-Claude Juncker. Und wir werden ansetzen, insbesondere an dem Thema Mobilität. Wie können sich Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im europäischen Binnenmarkt frei bewegen, aber dabei eben den sozialen Schutz und auch den Schutz ihres Arbeitsplatzes transportieren sozusagen. Also Mobilität ist der Kernansatzpunkt bei dem Thema. Die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main kennt und schätzt Jörg Asmussen nicht nur aus seiner Zeit bei der EZB sehr. Vom europäischen Einigungsprozess kann diese wirtschaftsstarke Region in der Mitte des Kontinents nur profitieren. Ich glaube, dass wir hier in der Region einen besonderen Anlass zum Optimismus haben. Aber natürlich gilt auch das, was wir eben in dem Vortrag von Herrn Asmussen gehört haben. Wir müssen uns alle die Frage stellen, wovon wollen wir in Zukunft leben? Und das ist eine permanente Frage, die auch die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main beantworten muss. Denn schließlich reiche es nicht, wenn wir uns alle gegenseitig die Haare schneiden. Diesem Bonmot seines Parteifreundes Müntefering schloss sich auch Asmussen in seinem Vortrag an, bevor bei einem stilvollen Essen dann noch ausgiebig über das Thema des Tages gesprochen werden konnte.